Ich habe die Ansage vergessen. Seid gegrüßt, gute Bürger. Das schöne und inspirierende Carver Geminus Nord wurde abgerissen, weil die Sicherheit dieser großen Nation Baumaterial und Arbeitskraft verlangt. So viel Zerstörung, aber alles was für das Gemeinwohl stimmt's. Für die Wahrung des Status quo einer stabilen und starken Nation. Viva Medici! Ich finde einfach nur dann den Moment geil, wenn die Dinger dann endlich mir gehören. Bitte sag das an. Ein Glück, das gehört auch dazu. Ich habe einen Bavarium-Panzer und jede Menge Langeweile. Keine gute Kombi. Auf jeden Fall nicht für die Gegner. Ja, habe ich schon begrüßt. Scheiß drauf. Für andere ziehen die besten. Alter, sieht der fresh aus. Ja, ich muss jetzt den Fragment gewinnen. Der Flugplatz hinten irritiert mich die ganze Zeit. Warte mal. Ich ziehe mal drauf und guck dann, wo der ist, weil wenn es der ist, den wir schon eingenommen haben, wird's geil. So, Karte guckt. Ja, das ist der, den wir eingenommen haben. Ich hasse solche Flughäfen einzunehmen, die sind so. Weil ein Flughafen, da kannst du wohl denken, wovon da übertrieben viel sind. Richtig. Panzer. Gibt's auch im echten Flughafen Panzer, oder? Ja, natürlich, am militärischen Flughäfen stehen meist Panzer rum. Um die Flugzeuge zu Ja, auch im echten Leben stehen da normalerweise Panzer rum. Beim normalen Flughafen. Ganz normal. Achso, du meinst so einen wie der Baden Airport oder wie? Ich kenne ihn nicht, aber ja. Normaler Flughafen, wo drin gehst du im Flug nach. Nee, da nicht. Schade. Aber eine lustige Eigenschaft ist, die Feuerwehrfahrzeuge an solchen Flughäfen haben. Also sind wirklich kugelsicher. Die sind explosionssicher, die sind gepanzert. Aus dem Grund, weil wenn die Feuerwehrleute in so einem Ding anrücken und eine Turbine brennt, kann es sehr gut möglich sein, dass die Turbine explodiert. Und dass die Feuerwehrmänner nicht da drin jetzt getötet werden. Nur in der Nähe sitzt ein gefangener Rebell, Rico. Übernimm den Wagen und bring die Geisel in Sicherheit. Alter, das ist wieder typisch Just Cause. Alle Einheiten hierher. Weg damit, so. Bodentruppen sind schon unterwegs zu euch. Ich hab ne Leiche hinten drin. Ich hasse es so, du, in diesem Spiel. Die Typen, die Gegner sind zu blöd zum Autofahren, rammen dich und was machen sie? So, rufe erstmal tonweise Verstärkung. Von das Geilste in dem Panzer bist du nicht schnell genug, um abzuhauen. Erst recht nicht, wenn du bergauf fährst, so wie ich. Mein festen Panzer nicht auf. Weil mein Wegpunkt dahin führt. So. Hier Zentrale. Zusätzliche Einheiten sind schon unterwegs zu euch. Entsendung von Elite-Einheiten autorisiert. Einsatz von Elite-Truppen autorisiert. Sie sind unterwegs. Das Beste ist, dass es, wenn du in einem Panzer hast, wirklich unmöglich vor den Deppen zu fliehen, weil die einfach schnellere Fahrzeuge verwenden. Und die rufen pausenlos Verstärkung. Die haben wirklich 10 Trilliarden Einheiten. Wovon das Geilste ist, deine Fahrzeuge, nach einer Granate sind die weg. Die halten einfach 5 aus und haben immer noch keinen Kratzer im Lack. Stell mal vor, es gibt alles rot vor Raketenwarnung. Da freue ich mich schon auf die Kurzweile. Oh, die nerven so abnormal, die Typen. Wenn du nicht gerade in einem Heli hockst, ist es wirklich... Du musst entweder zu Fuß durch die Gegend fliegen oder in einem Heli hocken. Oder in einem anderen Flugzeug, weil ansonsten ist es echt unmöglich abzuhauen.
Wo ist der? Oh, ich hasse es so. Von das Geilste ist, die Helis mit den Raketen, die sind überall. Die schießen Trilliarden Raketen pro Sekunde auf dich ein. Aber dann, wenn du sie, dann, wenn du auf die guckst, wenn du dorthin guckst, wo die Raketen die ganze Zeit herkommen, dann sind die Dinger despawned. So, ballern wir das Ding mal ab. Daily wird jetzt eh gleich abstürzen. So, die Batterie machen wir auch mal kaputt. Das ganze Spiel, oh, es ruckelt schon wieder so heftig, weil es mit der Steuerung überfordert ist. So. So, wo geht's weiter im Text? Einfacher in GTA mit einem Raketenheli, also mit einer Rakete einen Vogel zu treffen, als hier überhaupt mit dem Heli zu zielen. Ich hoffe nur, dass ich so viel wie möglich kaputt machen kann, bevor ich diesen Heli auch verliere. Trick ist, ich muss mich schnell seitlich bewegen, weil dann können mich die Dinger nicht so gut. Okay, der Heli ist kampfunfähig. Bleib so lange drin, bis er explodiert. Jede Sekunde lohnt sich. Junge, wenn der anfängt zu brennen, sind die Waffensysteme offline. Dann kann der nichts mehr schießen, dann ist das Ding unnütz. Es stürzt einfach nur noch ab und irgendwann macht. Boom. Der Hand kann frei. Wie viel halten die Dinger aus? Die halten so einen exorbitanten Schaden aus. Das Ding ist immer noch heil. Oh, leck mich doch. Nein. Ich werde definitiv jetzt nochmal sterben, weil hier ist schon wieder alles voll mit Feinden. Das ist doch so abnormal. Das ist ja immer so. Das ist auch im echten Leben so. Wenn du auf der Straße jetzt gehst und versehentlich dich ein Polizist rammt, kommt gleich die ganze Armee mit Raketenwerfern, Nuklearwaffen und allem, was es weltweit auf dem Waffenmarkt gerade gibt, und um dich zu töten. Ja. Ist immer so. Immer wenn dich die Polizei rammt, kommt die Scheiße. Weil er seine Cola verschüttet hat. Da brauchst du nicht mal die Cola verschütten, du brauchst sie nur zu öffnen in der Öffentlichkeit. Ich meine, weil er seine Cola jetzt deswegen verschüttet hat. Hä, was? Ich werde gleich erwürgt. Ja, wieso ärgerst du deine Schwester schon wieder, hä? Hä? Mit deiner großen Klappe? Die weiß ganz genau, dass ich meine Aufnahmen mache. Und du weißt es auch, wenn du ladest, du... Ich schrei doch nicht mal! Schon wieder alles so voll. Ja. Kannst du jetzt mal aufhören, bitte? Nein! Ja, auf Auto, will ich jetzt mal ein. Nee. Darfst du mich schlagen? Ja, darf ich. Spreng mich mal in die Luft. Kannst du jetzt einfach mal ruhig sitzen bleiben? Nein, nicht wenn du in der Nähe bist. Ich bin bloß auf Dorn, halt mal deine große Klappe jetzt. Ich werde nur draußen auf der Straße. Oh, dann sollen sie mich halt hören. Nee. Es gibt Leute, die haben im Leben viel zu viele Probleme, um sich jetzt darum zu kümmern, dass ich... Ja, mein Kreuzer sitzt hier. Dann nur am... Aber auch nur, weil ich 1,90 bin, ansonsten wäre ich ja nicht dein Größtes, ne? Ne? Such dir einen Job, dann hast du was zu tun. Ich bin ausgeglichen.
Große Klappe, aber vor einer Spinne schreien davon ran, gell? Ja, natürlich! Wer das denn dazu gemacht, um vor Spinnen zu rennen? Vom Schreien davon rennen! Wer von uns hat sich in die Hose geschissen an diesem Tag? Das ging in die Luft! Alter, wieso bin ich jetzt gestorben? Das fängt ja schon an, wie in anderen Spielen, dass man einfach wie in Battlefront einfach spontan kippst du um und bist tot. Einfach nur, du stolperst, fliegst aufs Maul und fertig. Das ist Sand. Wie hart kann der sein? Okay, es ist mehr Kies, aber komm schon, wenn man hinfliegt oder in der Kies fliegt, dann man stirbt doch nicht instant dadurch. Dass einen die Armee verfolgt, wenn man ins Kieswerk einbricht, das ist natürlich klar. Ist ja auch militärisches Gebiet. Ich kapiere immer noch nicht, was das mit denen auf sich hat. Wetten, das Ding steht da hinten noch. Wieder so Minigun-Heli. Und ich kann mich da nicht an. Jetzt steige ich dort mal ein, bis diese Animation um ist. Ist der Heli nämlich schon wieder flugunfähig? Leck mich doch langsam mal alle am Arsch. Ich hasse es, man kann keine 5 Sekunden in so einem Kack-Heli fliegen. Und von das Geilste ist, man hat ja die Möglichkeit in dem Spiel diese Raketen zu hacken, diese Raketenbatterien gegen Flugzeuge. Aber du bist instant so vollgespannt mit Feinden einfach nur, also nicht nur Muni, sondern ganze Feindeshorden. Das sind so 400 Feinde die Sekunde. Nicht 400 Schuss, sondern 400 Feinde die Sekunde. Okay, 400 Schuss die Sekunde ist aber auch eine abnormale. Gib mal her, damit überlebe ich es eine Minute länger. Und erstmal auf der Karte gucken, wo ist eigentlich der Scheiß? Genau, hier hinten. Ich kann nicht mal ranzoomen, weil. Ich fahre jetzt einfach rückwärts, scheiß drauf. Motor ist ja eh hinten. Vorne brennt der Dinger immer. Der schnellste ist fast letzte. Was ich aber ein bisschen geil finde, ist, dass die zum Lenken eine gewisse Zeit brauchen, dass die nicht so instant komplett eingelenkt sind. Das finde ich realistisch. Ist auch gar nicht so nervig, wenn man nur so leicht einlenken will. Weil dann lenkt er auch nur leicht ein und haut nicht sofort das Ding um 180 Grad rum. Alter, du wirst hier so zugespannt mit Muni und es ist gedacht, dass du eigentlich zu Fuß bist. Der hat eigentlich so viel Leben, ne? Gell? Du überlebst Nuklearwaffen ohne weiter. Ja! Schon wieder so ein Depp mit einer Minigun. Die nerven nur. Die nehmen keinen Schaden und treffen dich nie. Hä, wo ist das zwei? Hä, ist das... Ich bin dreimal an den Transformator vorbeigefahren, da ist nicht mal ein Haus. Wie auf der Karte abgebildet. Da. So, ich schieße ihn kaputt. Ich sehe ihn zwar nicht, aber ich schieße ihn mal kaputt. So, da hinten. Nutzentechnisch verstehen sich ja bei Map und... Einer sitzt mir in den Nackenhaaren, aber es wird nicht ziehen, ne? Straße, ich brauche einen Wegpunkt. Ich fahre mal der Avatador? Ist voll okay. Doch ist halt lang gewesen. Du hast echt Probleme. Ja, ich glaube. In deinem Spiel. Weil der Speed auch wieder ab und an den Avatar. Ach cool, die haben die Dinger repariert und das war gerade blau. Wieso war das blau und jetzt ist es schrott? Was soll der Scheiß? Entwickler, würdet ihr wenigstens mal euer Hirn einsetzen, wenn ihr so ein Ding programmiert?
Das ist wahrscheinlich die Routine bei solchen Programmierungsaufgaben. Dass die Routine die schon so abgestumpft hat im Sachen Programmieren, dass die einfach nicht mehr richtig konzentriert sind dabei. Guck doch mal während dem Programmieren ein Porno. Vielleicht hilft das. Vielleicht kommt dann auch wieder ein gutes Spiel raus. Obwohl, nee. Da kommt dann wieder so ein Secret Room. So, ja, Room ist so mein Englisch. Da kommt dann wieder so ein versteckter Raum, wo dann Marilyn Monroe am Duschen ist oder sowas. Wisst ihr was? Vergiss. Bevor wir hier... Oh nein. Ich hab ganz vorne gezogen. Alter! 50 Mal drückt man auf dieses scheiß L1, bevor er nicht reagiert. Warum quietscht das? Platzieren! Boah, Alter, ich gewinne. Gut, die Raffinerien sind weg, jetzt fehlen nur noch 2000 Anhänger. Hier ist schon wieder alles voll mit Feinden. Weg, wenn ich jetzt nah genug am Heli dran bin. Ja. Ja. Das ist ja noch mieser. Da war gerade ein Heli mit Raketen. Hätte man prima nutzen können, um diese Barbarenkanister wegzusprengen. Ich komme in die Nähe, er formt sich einfach ins Sumpf. Transport-Heli um. Was soll der Scheiß? Ein Porsche hat gerade einen RAR abgezogen. So. So. Abstand halten. Das Ding fliegt gleich hoch. Applikator. Hey! Endlich! Und das alles. Wen hast du jetzt in die Party eingeladen? Niemand. Hä, warum? Weil da gerade einer beigetreten ist, so ein Gom oder wie der heißt. Ja, Gom. Also das mit dem Aufnehmen kann ich für heute komplett vergessen. Welches Aufnehmen? 6000 Typen. Guten Tag, ich heiße GeilerDLP, ich bin YouTuber. Okay. Abos? 6. Was willst du aufnehmen? Zurzeit nehme ich Just Cause 3 auf. Und was willst du danach aufnehmen? Weiß ich noch nicht. Es kommt drauf an, was sich daraus ergibt. Was hast du für Spiele? Ich guck selber. Falls es nicht privat ist, die Spiele, nein, 19 Spiele, gut. Ich glaube, ja, Freunde von Freunden. Sky, Battlefield, GTA 5, Paladins, Hitman, warte, The Crew, Knack. Wir könnten, dürfte das nicht Paladins auch? Ja. Dann könnten wir zu dritt Paladins spielen. Ja, ich habe auch Paladins. Wir könnten zu dritt The Crew zocken, wenn der The Crew wieder mal will. Und wenn ich wieder... The Crew, Paladins, das Snack, das habe ich alles nicht mehr. Das waren ausgeliehene Spiele. Okay, das Paladins, das hatte ich mir runtergeladen, aber das fand ich scheiße. Das ist halt... Entschuldigung, ich beende kurz mal die Aufnahme, okay? Bis zum nächsten Mal, euer Skullhead.